Anselm Grün, 50 Engel für das Jahr, ein Inspirationsbuch. 9. Der Engel der Wahrhaftigkeit. Wahrhaftig nennen wir einen Menschen, der in sich echt und stimmig ist. Jesus sagt von Nathanael: Da kommt ein echter Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Johannes 1, 47. Er lebt nicht aus Berechnung heraus, sondern aus seiner inneren Wahrheit. Er ist frei von Intrigen, von Diplomatie, von Überlegungen, wie er sich bei anderen besser verkaufen könnte. Er lebt in Übereinstimmung mit sich selbst. Er ist echt. Er sagt, was er denkt. Er handelt, wie er es in seinem Herzen fühlt. Man weiß bei einem solchen Menschen immer, woran man ist. Er verbirgt uns nicht seine Gedanken und Gefühle. Er hat keine Angst, dass wir ihn erkennen. Er gibt sich so, wie er ist, weil er zu allem steht, was in ihm ist. Er verbirgt nichts, weil er nichts zu verbergen hat, weil alles in ihm sein darf. Der wahrhaftige Mensch ist immer auch frei. Denn allein die Wahrheit wird uns frei machen. Es gibt heute so viele Menschen, die ihrer eigenen Wahrheit aus dem Weg gehen. Sie haben Angst, sich der Wirklichkeit ihres Herzens zu stellen. Sie geraten in Panik, wenn sie einmal still sein sollen. Denn da könnte ja in ihnen etwas sich beschäftigen, etwas auftauchen, was ihnen unangenehm ist. So müssen sie sich ständig beschäftigen, nur um der eigenen Wahrheit aus dem Weg zu gehen. Sie sind ständig getrieben und gehetzt. Das Schlimmste, das ihnen passieren kann, ist ein Augenblick, in dem nichts los ist, in dem die eigene Wahrheit ans Licht kommen könnte. Wer der eigenen Wahrheit ausweicht, der braucht viel Energie, um seine Wahrheit vor anderen zu verbergen. Er überlegt ständig, was die anderen von ihm denken könnten. So zergrübelt er sich den Kopf darüber, was er sagen soll, damit es bei den anderen gut ankommt, damit sich die anderen keine Gedanken machen über seine psychische Struktur, über seine verdrängten Triebe, über seine Komplexe. Jedes Wort müssen sie ängstlich hinterfragen, ob es nicht ein Hinweis sein könnte auf einen neurotischen Komplex oder auf den verdrängten Schatten. Im Griechischen heißt Wahrheit Aletheia. Das meint Unverborgenheit des Seins. Der Schleier wird weggezogen und wir sehen das Eigentliche, das Wirkliche, das Sein. Wer wahrhaftig lebt, der verbirgt nichts. Bei dem tritt sein wahres Sein offen hervor. Der Engel der Wahrhaftigkeit will dir immer wieder die Augen öffnen für deine eigentliche Wirklichkeit. Der Engel nimmt den Schleier weg, der über allem liegt. Und er befreit dich von der Brille, mit der du alles siehst. Vielleicht hast du eine dunkle Brille auf,
dir alles verfälscht. Du siehst nur das Negative. Oder du trägst eine rosarote Brille. Du willst die Menschen und ihre Probleme nicht sehen. Du machst dir etwas vor, damit du bequemer leben kannst. Der Engel der Wahrhaftigkeit nimmt dir alle Brillen weg, die dir die Wirklichkeit verstellen. Der Engel zeigt dir das Eigentliche. Wenn Gott seinen Engel zur Seele sendet, so wird sie wahrhaft erkennend, schreibt Meister Eckhart. Ein wahrhaftiger Mensch zwingt uns, uns der Wahrheit des eigenen Herzens zu stellen. In der Nähe eines wahrhaftigen Menschen können wir uns nicht verstecken. Aber wir brauchen uns auch nicht mehr zu verstecken. Wir finden den Mut, unsere eigene Wahrheit zu zeigen. Wenn Jesus gesprochen hat, dann konnten sich die unreinen Geister, die trüben Gedanken, die den Geist des Menschen trüben, die ihn mit giftigen Gefühlen verunreinigen, nicht verstecken. Sie wurden durch das Wort Jesu ans Licht gezerrt. So schildert es uns Markus. Als Jesus zum ersten Mal in der Synagoge predigt, da schreit der unreine Geist eines Mannes laut auf. Er spürt, dass er sich nicht mehr verbergen kann hinter kritischen und ironischen Äußerungen. Er muss sich der Wahrheit stellen. Und das heißt für ihn, er muss ausfahren aus dem Mann, er muss ihn wieder freilassen. Die Wahrhaftigkeit Jesu befreit die Menschen von unreinen Geistern, die die Wahrheit verstellen und verfälschen. Sie werden geheilt. Sie werden zu echten, wahrhaftigen Menschen. Ich wünsche dir den Engel der Wahrhaftigkeit, damit du ganz so sein kannst, wie du im Grunde deines Wesens bist. Dass du die Menschen um dich herum zur Wahrheit befreien kannst. Wahrheit heißt auch Übereinstimmung von Gegenstand und Erkenntnis, von Sache und Vernunft. Ich wünsche dir, dass du ganz und gar übereinstimmst mit dir und mit der Wirklichkeit deines Lebens.